Okay, welcome back! Da sind wir wieder und zwar auf unserem Rad natürlich auch, aber wir haben alle Pokémon, unser ganzes Team auf Level 50 trainiert und es gibt eine kleine Neuerung und zwar hat unser Kollege Doni die TM Brick Break aka Durchbruch erlernt, die es in Xenerobil zum Abholen gibt. Und dann hätte ich noch halt die Frage hier, Iron Tail habe ich noch und Earthquake. Ja. Und zwar die Frage natürlich, wer das lernen soll. Shiny Viper oder Doni, wieder die gleiche Frage. Oder Iron Tail. Das können mehr, aber ich wäre eigentlich für Fire Dog. Fire Dog oder Shiny Viper? Könnt ihr mir sagen, was besser ist so? Naja. Aber Fire Dog rockt ordentlich, Leute. Hier einfach zack, weg, bang. So einfach. Und wir gehen jetzt mal hier weiter. Boah, gleich das nächste Viech, was die Schwäche hat. Boah. Ja, und ihr seht schon, krasse Pokémon hier. Und, oh, wir bräuchten vielleicht etwas Licht. Und natürlich unseren Sklaven. Oh, Bisaflor. Geil, es gibt hier Bisaflor. Geil. Ja, ich habe mir eigentlich vorgenommen, nicht weiterzulaufen. Deswegen ist das hier was Neues für mich. Okay, da ist die Treppe. Also müssen wir... Ich weiß nicht. Ich habe das Rätsel nicht schon lange nicht mehr gedacht. Das war auf jeden Fall falsch. Und ich glaube, wir brauchen erstmal Flash. Und zwar irgendein Spasti-Opfer, was das... Na, das wird wieder spaßig. Wir brauchen hier ganz schön viele Sklaven. Aber erstmal hole ich mir eins. Welches, weiß ich selber nicht. Bis gleich. Okay, coole Sache. Wir haben jetzt ein ganz cooles Duflor. Als Lichtsklaven. Und ich und dafür ist muss leider... die gute Shiny Viper... Das Feld räumen. Oh Mord, geil. Okay, es überlebt. Das wollte ich testen. Und das war jetzt übelst Fail, weil Stun, es hätte nichts Schlimmeres einsetzen können als das. Okay. Ja, ich wusste es. Scheiße. Und das nächste Problem. Ich habe keinen, der Zertrümmerer kann. Mann, das ist doch krank. Okay, Leute. Mann, verdammter Scheiß. Man kann einfach kein richtiges Sechser-Team... Mann. Okay, dieser Part ist voll von Fails, ist natürlich klar. Diesmal begleitet ihr mich zum Pokémon Center. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und der nächste, der raus muss. Diesmal Kingaland für unseren guten Giradax, der alles kann. Uhaha. So, jetzt haben wir aber alle VMs vereinigt. Und jetzt müsste es klappen. Das gibt's doch nicht. Man braucht doch nicht im Ernst zwei Sklaven. Das ist doch kranker Scheiß. Egal. Oh Mann, ey, das ist übelst Fail mal wieder. Und wir haben direkt Nietem. Mann! Noch nö, Sonderbonbon nicht! Mann, jetzt muss ich das verkaufen. Bis gleich, Leute. Wieder raus hier. Mann! So, jetzt aber. Ey, wisst ihr, Leute da draußen, es gibt ja einige, die behaupten, es gäbe wirklich keine Pechtage, aber das ist wirklich... Pech existiert, ihr seht es. Ja, ihr seht es da draußen eindeutig... Eindeutig, es kann nicht sein, dass ich hier nicht vorankomme, nur weil mir irgendwelche VMs fehlen, weil mir dieser Fucker von meinem Item-Sklave da einen Sonderbonbon findet. Oh Mann, ey. So, jetzt geht's aber los mit Fireblast. Und die treffen nicht. Und das ist. Seht ihr? Wenn es ein Pechtag gibt, dann ist das heute bei mir der Fall. Und ihr werdet gleich die Stärke meinen. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Das ist nicht wahr. Aber wir lernen endlich was sehr Geiles! Flammenwurf! Endlich! Mann, das gibt es doch einfach nicht! Vorhin, das hättet ihr sehen müssen, da kommt Stolos, ja? Und wir punishen das mit zweimal Biss, aber hier, Stolrak kann er natürlich nicht besiegen, na klar, also kommt jetzt Abraham nach vorne. Und darf direkt mal Psychokinese einsetzen, boah, hahaha! Abram hat übrigens ein übelst krasses Special Attack, ein übelst krasses Special Attack. Und ja, das rockt die Bude. Yay! Yeah. Und wir bashen erstmal hier alles im Hyperspeed. Komm schon, komm schon, komm schon. Yeah! Aber ich weiß nicht, das sieht mir schon so nach richtigen Weg aus und ich will noch nicht den richtigen Weg gehen. Noch nicht. Und nice one at Doniel Bisaflor gibt's ja auch. Wow. Jetzt noch die Frage, wo sich Durtok versteckt. Das wüsste ich wirklich gern. Yes, ein Item. Wahrscheinlich irgend so ein nutzloses.
Ja doch, geil! Toppelleber. Nee, top. Restore. Top Genesung. Wow. Okay, bevor wir jetzt richtig weitermachen, ich hole mir erstmal hier alle Items. Ich wusste es, hier geht's doch eigentlich wieder. Zu den Items. Kleinstein, Geodude. Nee, hier ist eine Trainerin. Geil. Oh, Psychokinese. Fuck, was sollen wir dagegen nur machen? Genau, das wusste ich. Deswegen, kurz mal Calm Mind. Aka Recover jetzt. Oh, du Hurensohn! Und jetzt Psychokinese weg. Nein! 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 Es hat überlebt, das ist doch krank. Oh, Special Attack 171. Fuck, fick, fuck. Es gibt einfach nichts Besseres. So, wir gehen jetzt mal den Weg. Ich weiß nicht, ist das nicht sogar schon der richtige? Nein! AP Plus, schon wieder! Und ein Hyperball, geil. AP Plus ist wichtig. Jetzt mal kurz der Test. Ob zweimal Shockwave? Nein. Aber das Ding setzt nur Calm Mind ein. Okay, noch ein Item, geil. Oh, Full Restore again! Alter, ist das krass. Ey, wie viele Full Restores haben wir? 7 Stück. Wow. Okay, AP Plus muss ich mich mal danach drum kümmern. Den habe ich schon gewischt, ne? Also geht's jetzt eindeutig hier lang weiter. Waren wir schon oben? Ja, genau, da waren wir schon. Lungkiefer. Donnie darf mal nach vorne und seine neuen Kräfte präsentieren. Aber noch nicht gegen diese Viecher. Ja, wir gehen erstmal hier lang. Yeah, it's so and it's so on. Ah, Shillock. Ihr wisst also, wer fehlt noch? Hier ist doch einer. Yay. Okay, Kecleon, das ist perfekt. Können wir gleich mal unsere Kraft demonstrieren. Hat auch nicht ganz funktioniert. Aber Slam haut ihn weg. So, und jetzt kommt dieses Vieh. Ich will mal kurz testen. Genau, das wollte ich sehen. Leaf Blade und weg. Und jetzt ist auch ein Rihorn. Wie süß. Hihi. Okay. Über die Brücke? Na, ich glaube, das ist schon der richtige Weg. Ja, will ich noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Erstmal hole ich mir hier die krassen Items. TM 29. Klingt nach Psychokinese. Psychokinese. Kann das eigentlich noch jemand? Ne. Wobei, Shiny Viper könnte das vielleicht... Ich weiß nicht. Erstmal runter hier. Erstmal Kaskade. Nein! Scheiße, King Galant ist nicht im Team. Na. Fails über Fails. So muss das sein. Nein, nein, oh Luck. Dieses Steuerrack hätte mich. Ich wäre echt runtergelaufen. 100 Pro, ich schwör's euch. Das Steuerrack hat mich gerettet. Erstmal Brick Break. Nochmal Brick Break. Und zu Beerus. Ich Idiot, das wollte ich gar nicht. Aber Critical Hit gleicht das Ganze nochmal aus. Oh ja, ihr seht das. Die Siegestraße ist krass krank. Epic. Ach, das ist nur hier drumherum. Ah. Interessant. Okay, doch. Das Item holen wir uns. Yeah. Wahrscheinlich Toppeleber und... Oh. Oh, 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 oh. Scheiße. Jetzt müssen wir auf den Crit hoffen. Oh, ist das knapp. Das war fies. Das war wirklich fies. Na ja, Bloody wird die Sache jetzt richten. Einmal Biss. Oh. Zweimal Biss. Nein, was ist los mit diesem Schwallboss? Boah. Boah. Was hat der für ein Team? Die überleben alle. Scheiße, was soll ich denn jetzt machen? Genau, ja, jetzt bash mich endlich. So. Alter Schwede, ja, wir senden jetzt einfach mal Abraham mit Psychokinese aus. Genau, das, ich wusste, das kann er nicht überleben. Was hat der für ein Team? Was hat der für ein Team? Oh, was mach ich denn? Jetzt greif mich an. Greif mich an, du Sau. Uhaha, bist du schwach. So. Das war übelster Fail jetzt. Ah, scheiße. Ey, das schreit nach Item.
Ich wusste es. Nein, und jetzt sind wir wieder hier. Also ich würde sagen, ich beende den Part und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder an der Brücke, an der großen Brücke. Ich führe euch nochmal zur großen Brücke und dann... Ich warte dieses Golbert-Bäschchen noch. Ich will mal gucken, wie viel EP das bringt. Ja, ja, Doni, da ist schon irgendwie ein kleiner EP-Fehler bei den wilden Pokémon hier. Denn das Glurak und Co. nicht mehr bringen, ist komisch. Aber egal. Das ein andermal. Ich Idiot... Auf jeden Fall zu viele Fails heute. Naja. Also ich gehe mich jetzt mal heilen. Ich gehe den ganzen Weg zurück. Na klar, so muss es sein. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Erstmal hier noch Flammenwurf demonstrieren. Oh, das gibt's hier auch. Banett. Interessant. Also wenn ich jetzt nicht jedes Pokémon gesehen habe, dann weiß ich auch nicht. Muhaha. Bis zum nächsten Part. Ciao, Leute.